Yo, liebe Leute, wir sind wieder zurück mit der nächsten Folge von Jedi Knight Jedi Academy. Star Wars, logischerweise. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, sind wir jetzt auf dem Weg nach Kreta. Und da wird geschrieben, dass wir erfahren haben, dass eine Minengilde gefangen gehalten wird von einem lokalen Was er Hutten-Crime getan Lord. hat, mich informiert, dass er das Verschwinden von Rosh Pennon nahe nach Kreta weiter untersucht und sie bei dieser Mission unterstützen kann. Also ist Kyle in der Nähe? Okay. Jedi only. Nun. Living persons only. Interessant. Also der Druide hat definitiv kassiert, aber okay. Ja. Wir werden Level 3 Machtblitze reinhauen. Ich denke, da gibt es keine Diskussion. Und dann, ich nehme auf, Ehre. Dann direkt in die Mission rein, würde ich mal sagen. Während ich nochmal kurz hier mein Handy ausmache. Beziehungsweise lautlos hier. Dingsens. Oh Leute. An die Mission kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Weißt du, eigentlich stürze ich mich in die Schlacht, während Ah Jennas ja. Schiff fliegt. Aber so klappt das auch. Find die Gefangenen und bring sie hierher. Ach, der Shit. Okay, da erinnere ich mich dran. What? Bin dann doch eher ein Lichtschwert-Fan. Ja, wir haben jetzt endlich den Lightsaber-Stil. So, erstmal checken. Also, wir sollen in die Festung des Hunden eindringen und die Gefangenen retten. Wir sollen 16 Gefangene retten. Okay. Dann erstmal hier in den Vent, würde ich mal vermuten. Guten Tag. Ja, hier ist jemand. Und dieser jemand wird euch alle umbringen. Zack. So. Oh ja, moin, Leute. Euer Aim ist jetzt nicht das Beste. Aber okay. Gut. Hier ist soweit alles erledigt. Den Bowcaster können wir nicht mitnehmen, weil wir selber schon genug Munition dafür haben. Ich muss eigentlich mal einstellen, dass die Bodies nicht so schnell disappearen. Ich meine, FPS-Probleme sollten wir dem Game jetzt nicht unbedingt kriegen. Was ist denn hier oben am Start? Oh, lol. Alter, da fliegt uns direkt ein Thermaldetonator entgegen. Ja, moin. Ja, zwei Fliegen, ja, eine Klappe und so. Guten Tag. Okay, der hatte einfach die Soundfiles von den Stormtroopers. Ehre. Kommen wir nicht von hier? What the fuck? Okay. Okay, dann gehe ich jetzt mal rechts. Ist noch ein Vent. Da ist aber quasi kein Unterschied. Haben wir jetzt. Ich glaube, wir sind besser geworden, was so. Ja, definitiv. Ja, wir haben jetzt Level 2 Shit. So Sprünge und so. Okay, da sind wir eben lang gelaufen. Da sind wir wieder an der Vordertür rausgekommen. Das heißt, wir laufen jetzt mal weiter hier lang. Hier waren wir eben auch. Okay, hier ist ein Fahrstuhl. Guten Tag. Und Andoriana. Und ein Hebel. Oh lol. Der Typ hat uns erstmal direkt abgeknallt. Der wurde einfach rausgeschoben, Ehre. Okay. Den Typ müssen wir schnell töten. Dann müssen wir schnell healen. Und dann würde ich sagen, mal hier runter und gucken, dass wir die Gefangenen hier retten. Guten Tag. Schnell, holen Sie uns raus, bevor der Rancor kommt. Rancor? Der Rancor?
Ist das jetzt hier Book of Boba-Style oder was? Ah ja, guten Morgen. Oh ja, der ist ein bisschen mad. Okay. Avoid the Rancor. Bedeutet, wir sollen ihn wahrscheinlich nicht fighten. Oh lol. Holy shit. Okay. Das Ding ist einfach mal mega rapid. Zumindest wenn es getriggert ist. Okay. Think. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang sollen. Der Rancor ist zumindest gerade nicht hinter uns. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung. Wir. Was? Wieso Zero? Haben wir nicht gerade Leute ge. Sind die dabei? Aufgang? What the hell? So, hier ist erstmal unser Freund, der uns somehow irgendwie damit Damage gemacht hat. Ja, Leute, wo seid ihr denn? Da ist der hergekommen. Hier sind irgendwelche Pfeile. Hier ist ein Weg. Ah, hier sind die Gefangenen. Nehmen Sie den Zugangstunnel am Ende der Halle. Dort wird Sie jemand aufnehmen. Ist der Weg frei? Ja. Ich habe diese Zugangskarte von einer Wache. Damit können Sie den Lift am Ende der Halle benutzen. Okay. Lift am Ende der Halle. Status. Zugangstunnel. Aber hier sind noch andere Gefangene befreien. Okay, ich nehme Sie auf, wenn Sie hier sind. Sei vorsichtig, Jaden. Hat der HP? Wow, wow, wow. Okay, man sieht zumindest keiner. Der reagiert auch gar nicht auf den Shit hier. Das Ding ist, es wird schwierig hier rauszukommen, wenn der die Tür blockiert hier. Ah ja, okay, wir können theoretisch hier lang. So. Ja. Können wir hier die Kamera? Nein? Nicht? Okay. What? What? Wie? Okay. Then. Das ist meine Machtblitze, du Hund. So. Hier ist eine Zelle, aber die können wir so nicht aufmachen. Okay, Lift am Ende der Halle, Lift am Ende der Halle. Lift am Ende der Halle. Ich sehe keinen Lift. Das ist nicht so gut. Okay, wenn ich jetzt Aura Bash lesen könnte, könnte ich euch sagen, was da steht. Kannst du leider nicht. Digga, warum gehst du mir so auf den Nerv? Sollte mal den... Lol. Hä? Ich kann meinen Stil gerade nicht wechseln, for whatever reason. Ich kann gerade nur den leichten Lichtschwertstil benutzen. Mega weird. Okay, also ich bin ehrlich, ich laufe hier gerade ein bisschen wie ein Headless Chicken rum, weil ich keinen Plan habe, was ich jetzt hier aktivieren soll, beziehungsweise wo ich es aktivieren soll. Ich sehe nur die ganze Zeit diese Zun-Türen von den wahrscheinlich Zellen. Ich brauche halt noch sowas hier. Digga, ich springe einfach über dich rüber. Genau so. Eben zu, war jetzt nicht ganz so geplant, aber hat den Job gemacht. Okay. Also wir haben hier diese Pfeile, die auf die Zellentüren verweisen. Das Ding ist, wie mache ich die auf? Wie mache ich die Motherfucker auf? Womit? Ich brauche irgendeine Art von... irgendeinen Hebel oder so. Hm. Er meinte Lift am Ende der Halle. Meint er die andere Halle?
Also, den Weg, wo wir da waren, ist da ein Lift? Oh, Leute, ich bin auch... Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Ich weiß es doch auch nicht. Hier. Ist da ein Lift? Also noch ein Lift? Abgesehen von dem, der da in den Kontrollraum führt. Wir kommen wieder vorne raus. Hier? Nee, nicht. Digga, ich weiß auch nicht. Okay, hier ist vorne. Hier kommen wir wieder da zum Anfang. Hier ist kein Lift. Hier geht's einfach nur weg. Okay, ich dachte hier vielleicht irgendwas, aber hier ist nichts. Und hier landen wir... Ah, der Lift hier. Den meinte er. Okay. Progress! Ichuta! Digga! Er puncht mich halt einfach. Nächstes Mal kriegt ihr... Okay, ihr kriegt Force Lightning, ist mir egal. Alter! Ey! Excuse me? Stirb, sag. Boah, Level 2 Stuff ist so viel besser als Level 1 Stuff. Oh, ein Chiss, Leute. Ein Chiss. Ist die Rasse von... Von Tarkin. Ne, nicht Tarkin. Thrawn. Mein Gott. Thrawn, Tarkin. Erstmal durcheinander gebracht. Ehre. Okay. Wir lassen den guten Mann mal am Leben. Wir können immer noch nicht den Lichtschwertstil wechseln. Was war das? Das war ein Jedi, der jetzt sein Bein abhackt. Digga. Nee, fühle ich nicht. Tschüss. Wir können jetzt auch mal mehr den Force Pull benutzen. Ich glaube, der wird jetzt viable dadurch, dass der jetzt Stufe 2 ist. Oh, lol. Okay, der wird nicht viable. Alter, Digga. Okay, then. Haben wir einen Checkpoint? Hopefully. Okay. Nein, das ist nicht richtig. Ey, wir müssen jetzt ganz level in hier load Checkpoint. Come on, please. Please don't be stupid. Okay. Die Shooter! Ey, Leute. Nee, ich will nicht nochmal. Ich will nicht nochmal hoch. Oh, Leute. Ah, ich will auch nicht runterfallen. So. Alter, ihn hat's erstmal in die Decke befördert. Kann ich jetzt? Nein, Lichtschwertstil wechseln ist immer noch nicht drin. Schade. Hey, sie. Hey, du. Warum bist du noch nicht tot? Okay. Merke, mehr speichern. Save. So, let's go. Was ging hier bitte ab eben? Ah, er. Der Dude mit seinen... Okay. Alter. Kerl mit seinen... sag schon, mit seinen... Thermaldetonatoren ist halt echt ein bisschen gefährlich. Okay, wir laufen da jetzt. Also wir gehen da jetzt hoch. Weil wir können. Ich glaube, ich habe es richtig in Erinnerung, dass die Mission hier ein bisschen länger ist als die anderen. Oder ein bisschen nerviger war. Wahrscheinlich auch wegen Leuten wie ihm. An Leuten wie diesem. Okay. Darf ich bitte? Danke. Hier noch irgendwie Happa Happa oder so? Nee. Okay. Das Ding ist, das wird jetzt zeigen, von wo der kommt. Das Ding ist, die kommen doch da jetzt raus und rennen dem Rancor direkt in die Hände. Dem Rancor. Ja, guck mal, der Rancor hat schon Bock auf die. Ach nee, ich mach nur hier die Dinge auf, oder was? Ah nee, ich mach auch die Tür auf. Okay. Wie die rausgeschoben werden. Sind geil. Okay,
Digga. Ich muss den Rancor jetzt wahrscheinlich einfach ablenken, oder? Hier, Happa Happa, komm zu mir. Du willst mich. Ja, genau. Mich willst du. Mich und nicht diese anderen köstlichen, furchtbaren Menschen. Hier, guck mal. Ich hau mal einen fancy Jump für dich raus, ne? Was hältst du davon? Oh Gott. Diese Charge Attack ist ein bisschen gruselig bei so einem Riesenvieh. Aber egal, die sollten es geschafft haben. Okay, sie haben es noch nicht geschafft. Oh Gott, nicht, dass ich die jetzt in die Höhle des Rancor geführt habe. Da steht jetzt immer noch nur 4 von 16, aber gesehen habe ich die Kollegen jetzt auch nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil der ihn hier rausgraben kann. Weil ich sehe sie nicht. Das heißt, sie müssen safe sein. Wenn nicht, dann Schuldeigene. Okay. Rot hatten wir. Alter, Digga. Die respawnen hier? Ist ja mal richtig frech. Vor allem so viele und dann mit so Rapid-Fire-Waffen. Frech. Okay. Respawnen die hier dann auch? I don't care. Ich gehe zu grün. Grün hatte ich ihn noch nicht. Das heißt, das nächste Mal dann da vorne links. Okay, hat der Ichuta gesagt, Digga? Der beleidigt mich auf Huttisch. Ist ja geil, ey. Wenn man das versteht, ist schon ein lustiger und nicer Touch. Okay, das ist jetzt grün. Das Ding ist, ich habe immer noch nicht die anderen, glaube ich, angezeigt. Ach doch, 8. 8 von 16. Okay. Dann let's go. So, ihr kommt von hier, werdet wahrscheinlich wieder schön aus euren Zellen gejietet. Sieht einfach zu nice aus. Okay. Ich würde gerne den Hutten sehen. Wo ist der Hutte? Okay, grün, grün, grün. Hier ist grün. Leute, wo seid ihr? Hier seid ihr. Leute, ich will euch nicht den Tag vermiesen, aber hier ist ein Rancor auf dem Weg. Also sorgt besser dafür, dass ihr fucking fast rauskommt. Und so. So, rot hatten wir schon. Orange weiß ich gar nicht, ob wir das schon hatten. Okay, seid hier. Dass die einfach auch irgendwie so schnell sind wie ein Jedi. Oder ein Jedi einfach so langsam ist. Auch irgendwie anders. Oh Gott, da ist unser Freund. Oh shit. Nein! Nein, nimm mich! Nimm mich! Nimm mich! Nimm mich! Nein! Scheiße. Okay, er hat daneben gegriffen. Ich dachte schon, er hat den Dude gegriffen. Ich hoffe, der Dude hat es geschafft. Ich glaube aber schon. Okay. Blau hatten wir, glaube ich, entweder blau oder orange. Rot hatten wir auf jeden Fall safe. Habe ich da vorne noch einen Dude gesehen? Wenn er erste Lebenshügel. Ah ne, blau hatten wir noch nicht. Blau ist zu. Okay. Also, wir müssen jetzt dem blauen Weg folgen. Das ist der Way. Komm ich da rein? Ja, Mann. Oh Gott. Nein, nein, nein. Kann ich das System dadurch ein bisschen cheaten jetzt hier? Ja, Mann. Ehre. Muss nicht nochmal durch die Kantine dadurch. Strong. Hat trotzdem noch nicht mal ein Lichtschwert-System wechseln, warum auch immer. So, stirb. Zack. Hey. So. Du auch. Zack. Okay. So, das ist jetzt die letzte Zelle. Die anderen sollten schon gecountet sein. Sind sie? Stark. Dann saven wir hier nochmal ganz kurz. Ich hoffe, ich break dadurch jetzt nichts mit der Cutscene, aber sollte passen. Unser Freund guckt mich schon an, als ob ich ein leckeres Happy Meal wäre. Ein bisschen belastend. Poor Happy Meal. Ich muss mir gleich noch eine schwarze Dose hier holen, ne? Schon beim Kaufland. Geil. So. Oh, lol. Das wollte ich natürlich nicht. So. Let's go. Ja, rennt, Leute. Okay. Force Push beeindruckt den nicht sonderlich. Digga, bist du lebensmüde? Hab ich gefragt. Ja gut. Ist auch nice, wie ich mich hier so komplett im Mic verstecken kann.
Was ist das für eine weirde Scheiße? Wir haben uns gerade selber getötet. Finde ich nice. Okay. Und ich sag noch, ich hoffe, ich break nichts mit dem Shit. Oh Gott. Alter, Leute. Okay, das hier ist ein bisschen abgefuckt. Okay, wir müssen hier lang, mein kleiner Freund. Nee, 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 nee. So wollen wir das gar nicht machen. Guck mal hier, wir jumpen wieder über dich. Okay, oder nicht. Ich jump an dir vorbei, was hältst du davon? Und ich gebe dir ein paar Machtblitze. Runter. Ja, also merke, wenn man das Vieh angreift, dann charge der einen. Das Ding ist, mir gefällt gerade nicht, wo der gerade auf dem Weg hintrabt. Wo läuft der hin? Ist der, weirdet der einfach gerade nur out oder ist dann... Okay. Wie 14 von 16? Okay. Whatever. Woran sind dann die beiden bitte gestorben, weil... Nicht nett. Okay, Leute. Dafür sterbt ihr jetzt mit Macht. Unbegrenzt aber. Merke. Die Typen haben nicht so viel HP. Okay. Wir wollen hier dann links. Und dann hier hoch. Dann mit einer Überraschungsattacke rechnen, die nicht kommt. Und dann hier noch. Nehme ich mal an. Avoid the Rancor. 16 auf 16. Okay. So. Und dann ist hier wahrscheinlich das Schiff. Ehre. Gute Arbeit. Die Ältesten wurden zurück zur Stadt gebracht. Ich hätte zu gern das schleimige Gesicht des Hutten gesehen, als seine Gefangenen verschwunden waren. Ich hätte generell gerne das Huttengesicht gesehen. Was mir gerade bewusst wird, ist, dass ich sauspät gespeichert habe und den ganzen letzten Part von dem letzten Level nochmal spielen werden muss zur nächsten Folge. Aber okay, ist nicht mein jetziges Problem, dann erst später. Genau. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit einer Folge, wo wir einen Kontakt treffen müssen auf Sonju 5. Ich hoffe, da seid ihr auch wieder mit dabei. Lasst gerne ein Like da, ein Abo, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.